Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal rein Computer und zwar mit dem RC Gaming Cyclone für 1699 Euro. Wie immer wurde mir das System vorgeschlagen in unserem Videovorschlägekanal und zwar in dem Fall von Gladiator. Treuer Diener des wahren Imperators Marcus Aurelius. Starten wir auch direkt mit dem Bild. Das Bild ist kein Fake. Das Gehäuse sieht wirklich so aus, bringt auch diese Lüfter schon mit, auch mit diesen RGB-Streifen und so weiter. Das passt soweit schon. Starten wir auch direkt mit den technischen Daten. Und zwar haben wir hier das Mainboard. Das ist das Asus TUF Gaming B760 Plus Wi-Fi D4. Der B760-Chipsatz reicht für den Prozessor ganz dicke aus. Ihr könnt den sowieso nicht übertakten. Aktuell ist dieses Übertaktungsthema sowieso ein bisschen durch. Die Prozessoren sind so leistungsstark, da braucht man das eigentlich gar nicht mehr. Natürlich hättet ihr bei Z790 noch mehr Einstellungsmöglichkeiten im BIOS und so weiter. Aber das braucht ihr vor allem Ding als Käufer von einem Fertig-PC sowieso nicht. Wir haben gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch 2 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein, den Slot hier könnt ihr eventuell nicht mehr benutzen, weil der Kühler der Grafikkarte das überdeckt, aber ihr habt noch 2 weitere für eine Capture-Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, 3x USB 3.0, einmal USB 3.1, einmal USB 2.0, USB-Typ-C ist auch mit am Start, Netzwerkanschluss und die Onboard-Grafikanschlüsse. Die könnt ihr hier sowieso nicht benutzen, ist ein 13400 F. Das F steht dafür, dass der keine integrierte Grafikeinheit hat. Ihr müsst das Bild sowieso über die Grafikkarte ziehen. Das ist für einen 13400F wirklich ein super Board. Für einen 13600er könnt ihr auch noch drauf schmeißen, überhaupt kein Thema. Auch die 14. Generation läuft darauf auch. Eventuell müsst ihr aber vielleicht vorher ein BIOS-Update machen. Und das kostet 152,29 € bei Amazon.de. Der Prozessor, wie eben schon gesagt, ein 13400F. Den haben wir auch schon 1000 Mal gesehen, ist aber ein guter Prozessor, hat 10 Kerne, 16 Threads, 65 Watt TDP, kann sich allerdings auch 148 Watt reinschrauben für 56 Sekunden im Turbo und der unterstützt offiziell DDR5 4800 MTS oder DDR4 3200 MTS. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mit dem auch streamen. Wir haben hier aber auch eine Nvidia Grafikkarte drin, deswegen nehmt lieber den NVENC Encoder, wenn ihr streamen wollt. Dafür reicht er dann noch aus. Wenn ihr ganz auf Nummer sicher gehen wollt, nehmt immer einen 13600er, habe ich in meinem System auch so drin. Gerade wenn ihr über den Prozessor rendert, kriegt ihr eventuell noch eine bessere Bildqualität. Aber in dem Preisbereich ist der noch in Ordnung. Und der kostet 200,84 € bei Barracks. Prozessorkühlung ist ein BeQuiet PROC 2 FX Black RGB. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 150 Watt, deckt sich also mit dem Prozessor, auch mit dem Turbo. Gerade, dass der Turbo halt nur 56 Sekunden anliegt. Es sei denn, ihr lasst ihn offen laufen, dann kann er sich das auch dauerhaft reinpfeifen. Und gerade im Gaming ist das mit dem Prozessor sowieso immer so eine Sache. Der wird sowieso nicht voll belastet, von daher reicht diese Kühlung schon aus. Und der kostet 42,48 € bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher ist Corsair Vengeance 32 GB RGB Pro DDR4. Leider stehen da keine Timings mit dabei. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Standard-RAM, den eigentlich jeder Systemintegrator dann da reinschmeißen würde. Und zwar hat der dann 3200 MTS CL16. Grundsätzlich 32 GB ist eine super Sache. DDR4 in dem Preisbereich würde ich nicht mehr mitgehen. Es gibt Leute, die sind happy damit, die sagen, DDR4 reicht mir völlig, ich würde immer auf DDR5 gehen, ich zeige euch gleich auch eine Alternative. Und ich weiß, ich habe das schon mehrfach gefragt, aber schreibt ruhig mal in die Kommentare, ob bei dem Preisbereich DDR4 noch okay ist. Weil ich habe auch festgestellt, wenn ich das jedes halbe Jahr mal mache, die Meinungen ändern sich so langsam. Die sagen dann, ja, bis 1500 kann man noch DDR4 nehmen und das verschiebt sich immer mehr nach unten. Aber technisch gesehen ist das einwandfrei, ist halt schade, dass halt die Taktung und die Timings nicht dabei stehen. Und der kostet 77,87 € bei Hardware Husky. Die Grafikkarte ist eine MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Slim 12 GB. Hier wissen wir auf jeden Fall, was wir bekommen, ist auch ein schönes Modell mit 3 Lüftern, ist dementsprechend leise. Die 4070 für Full HD Gaming und auch WQHD Gaming noch geeignet, 4K, müsst ihr schauen. Ich habe letztes Mal einen auf den Sack gekriegt in den Kommentaren, weil ich bei der 4060 gesagt habe, bitte keine AAA-Titel damit spielen. Das Ding ist einfach, ich habe eine gewisse Erwartungshaltung an so eine Grafikkarte. Und wenn ich einen AAA-Titel spiele, sei es Cyberpunk, sei es Hogwarts Legacy, sei es jetzt Avatar, was neu rausgekommen ist, dann möchte ich das zumindest in hohen Einstellungen spielen. Und so eine 4060 kommt in WQHD mit hohen Einstellungen einfach nicht klar. Es sei denn, ihr trickst natürlich ein bisschen rum mit DLSS oder FSR und wie die ganze Kacke heißt. Aber ich möchte dieses Spiel halt zumindest mit 60 FPS spielen und dann auch in hohen Einstellungen. Eine 4060 packt das nicht. Die 4070 packt das schon eher. Und es hat natürlich auch einen Grund, warum es halt eine 4060 gibt, 4070, 4070 Ti, 4080, 4090, die sind ja nicht umsonst auf dem Markt. Deswegen sage ich bei der jetzt hier WQHD, da könnt ihr in hohen Einstellungen auch einigermaßen gut spielen und Full HD funktioniert natürlich ganz wunderbar mit dieser Grafikkarte. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 697,89 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein BeQuiet Pure Power 12M 750 Watt. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist
1080 Plus Gold zertifiziert und vollmodular und bringt auch schon den neuen Stromstecker mit für die Grafikkarten. Bei der 4070 ist es einfach nur so, die gibt es noch mit den alten Anschlüssen und mit den neuen Anschlüssen, egal wie es ist, das Netzteil bringt es auf jeden Fall mit. Und 750 Watt sind natürlich völlig ausreichend. Und das kostet 101,90 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein BeQuiet Shadow Base 800 FX Black. Das bringt schon 344 mm Lüfter in der Front mit, die RGB beleuchtet sind und auch ein Hecklüfter 140 mm RGB beleuchtet. Qualitativ sind die Gehäuse von BeQuiet natürlich gut, habe ich auch schon öfters verbaut, sei es das 802er oder sonst irgendwelche. Das ist schon okay, das ist auch relativ neu auf dem Markt. Und wenn es optisch gefällt, dann ist das in Ordnung, es hat auch eine Mesh-Front, Airflow ist gegeben, ja. Aber das kostet auch stolze 179,89 Euro bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine Samsung 980 Pro 1TB M.2 SSD. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 5000 MB die Sekunde mit TLC-Speicher. 1TB in dem Preisbereich finde ich ein bisschen wenig. 2TB hätten es ruhig sein dürfen, aber das müsst ihr auch selber wissen, wie viele Spiele ihr halt so installiert. Ich persönlich käme mit dem 1TB bestimmt klar, weil ich nur 3 aktive Spiele habe, aber sobald ihr, sag ich mal, 4, 5 AAA-Titel installiert, wird es irgendwann eng. Und die kostet 89,90 Euro bei Solid Buy über eBay. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den vermuteten RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1543,06 Euro. Und das System kostet 1699 Euro. Da seid ihr jetzt so bummelig bei 150 Euro Aufpreis. Was eigentlich völlig okay ist. Ich finde es halt schade, dass sie hier noch auf DDR4 gehen und eben die Taktung nicht angegeben ist, aber ansonsten ist das ein gut konfiguriertes System. Ich hätte jetzt auch wieder eine Alternative, natürlich wieder ein Hardware-Deals-PC. Er passte halt einfach gut, weil da ist auch ein 13400er drin, aber eine 4070 Ti. Auch für 1699 Euro. Der Prozessor ist der gleiche, das haben wir schon geklärt. Der Spartan 5 Max ARGB, den habe ich schon getestet, der kommt mit den Prozessorspielen klar. Das Mainboard ist natürlich ein bisschen abgespeckter gegenüber dem TUF, reicht aber für diesen Prozessor völlig aus. Hier haben wir allerdings auch schon eine 4070 Ti, die deutlich leistungsstärker ist gegenüber der 4070. Wir wissen jetzt natürlich nicht, welcher Hersteller es genau ist. Ich habe jetzt die günstigste in den Warenkorb geworfen, dass wir einen Preisvergleich haben. Hier gehen wir allerdings auch schon auf DDR5 RAM. Und zwar mit 6000 MTS, leider nur CL40, deswegen zeige ich euch gleich, was ihr am besten anpasst. Aber wir sind halt schon auf dem DDR5 Standard auch mit 32 GB. Die MSI M450 Spatium ist von den Lese- und Schreibraten natürlich 50% langsamer als die Samsung, stört euch in Spielen aber nicht, habe ich vor kurzem erst getestet. Es sei denn, ihr legt irgendwie Wert drauf, dass ihr von dem einen Schnellreisepunkt zum anderen 2 Sekunden länger oder kürzer braucht, aber naja, das müsst ihr selber wissen. Und wir haben ebenfalls das gleiche Netzteil und als Gehäuse haben wir das Endorfer ARC 700 ARGB. Habe ich auch schon getestet, findet ihr auf meinem Kanal. Ist natürlich qualitativ jetzt nicht so herausragend wie das BeQuiet, bringt aber auch schon die RGB-Lüfter vorne und hinten mit, von daher Airflow wird da ungefähr gleich sein. Und wenn wir uns da die Liste angucken, haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil und da landen wir bei 1678,53. Und da habt ihr jetzt effektiv im Endkundenpreis 21 Euro fürs Zusammenbauen. Könnt ihr euch jetzt selber überlegen, ob ihr dem anderen Systemintegrator 150 Euro in den Rachen schmeißt oder Dubaro 21 Euro. Im Endkundenpreis, natürlich haben die andere Einkaufspreise. Aber bei Dubaro bekommt ihr halt schon DDR5 und 4070 Ti. Und noch als kleiner Hinweis wegen dem Arbeitsspeicher. Hier ist jetzt gerade nur CL40 RAM drin. Nehmt bitte hier von mir aus die Ripjaws S5 CL30, bezahlt da 14,90 Euro Aufpreis. Und ja, das merkt ihr. In den 1% Low FPS werdet ihr merken, ob ihr CL40 oder CL30 RAM habt. Also grundsätzlich gesehen, es ist nicht überteuert, es ist relativ gut konfiguriert. Ich persönlich würde auf DDR5 gehen, dafür haben wir dann das Dubaro-System mit einer stärkeren Grafikkarte. Lasst mir eure Meinung mal gerne in den Kommentaren da, wie es nochmal mit dem DDR4 und DDR5 Thema aussieht. Und ansonsten, ja, wäre es das auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.